Tja, hallihallo und willkommen zurück zu Pflanzen versus Zombies. Und ihr seht schon, wir haben Level 5-9. Wir machen da auch gleich mal weiter. Denn wir haben als Belohnung im letzten Part bekommen die Malone Pult, oder das Malone Pult. Das Heavy Damage to Group of Zombies. Also, Gruppenschaden. Da bin ich mal gespannt. Probieren wir natürlich aus. So. Und hier kommt einiges auf uns zu, ja? Wenn nicht sogar alles. Ne, den Maulwurf sehe ich nicht. Aber ich glaube, den gibt es hier auf dem Dach auch nicht. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber da... Außer die Waldfee. So, was nehmen wir denn? Das, was wir bisher eigentlich fast immer genommen haben. Wir brauchen unseren kleinen Schaden. Wir nehmen natürlich die auch wieder. Unser Sternchen brauchen wir. So. Tja, wir könnten jetzt natürlich... Ja, Umbrella Leaf, ihr kennt, ihr erinnert euch mit Sicherheit, das ist jetzt hier für die Spinnen, die uns die Dinger klauen wollen. Tja, dann brauchen wir nehmen Ihmchen mal mit und wir brauchen definitiv, komm, wir nehmen Mais mit. Wir haben Melonen und Mais, das ist mit Butterschmeißen, da kommt das alles noch, aber jetzt sehe ich gerade, ich hätte ganz gerne den noch. Ich hätte eigentlich ganz gerne den noch. Was machen wir? Was machen wir? Ach komm, wir verzichten auf den. Wir nehmen die Wand mit, unseren Walnut. Ich glaube, das ist ein bisschen effektiver. So. Und dann beginnen wir ganz einfach mal wieder mit unserer Sonneblümchen. Damit wir schön viel Energie tanken, schön viele Punkte bekommen. Damit wir hier unsere Barrikaden aufrichten können, aufstellen können. So, da kommt doch schon unser Erster. So, dann gehen wir hier mal gleich einen hoch. So, einen können wir noch stellen. Wir werden den mit dem Squash vernichten. Komm, wir stellen ihn hier gleich hin. So, haben wir die erste Reihe schon fertig. Wunderbar. So, und ganz unten kommt der zweite. So, und dann setzen wir den schon mal gleich rauf. Umso mehr Ruhe haben wir. Ganz oben, okay. So, Sternchen, mal gucken, ob er es schon schafft. Nicht wirklich. Der ballert gar nicht. Komm, dann machen wir es so. Oh, jetzt. Zack. So, dann haben wir unsere zwei Reihen Sonnenblumen fertig. So, Squash ist fertig. Schon der nächste. Ich werde ihn hier einfach mal reinsetzen. Mal gucken, was er jetzt macht. Oh. Der gibt richtig Gas. So, und dann ganz oben. Und ich möchte ganz einfach jetzt auch nochmal probieren hier, ob das Sternchen... Warum das hier nicht ballert? Mag's keine Dächer? Das ist ein bisschen komisch, aber naja gut. Wenn es so ist, dann ist es so. So, nehmen wir mal unsere Cherry Bomb. Was soll's?
Ach Gott, die Gruppen, der Gruppenschaden 300, da habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Das ist natürlich, ja, nicht gerade günstig. Aber der macht richtig gut Damage hier. Setzen wir mal hier unten hin. Ach Gott, hier oben, ja. Gut abgepasst. So, und da kommen wir jetzt schon zu unserer ersten Welle. Bin ich mal gespannt, ob der Gruppenschaden hier wirklich wirkt. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. So, Gruppenschaden hin oder her. Ich meine, es ist schon so nicht verkehrt, aber ich habe ein bisschen Angst, weil so wirklich Schaden machen wir hier nicht. Das heißt, ich muss von unserem Mais Kernopalt hier mehr setzen. Und das werden wir auch machen. Der Leitertyp, der geht mir auch auf den Sack. Aber den haben wir gut abgewehrt. So, Geld. So, dann machen wir die Reihe auch dicht. Mit unser Walnut. Kommt auch jetzt die zweite Welle gleich. Geld. Gut, der Gruppendamage ist natürlich schon nicht verkehrt, ne? Also wenn man sich das mal anguckt, die fallen hier reihenweise um. Die hauen schon ganz gut weg. Und durch unsere Mais-Dinger hier werden sie natürlich noch aufgehalten und verlangsamt. So, hier oben gibt es wahrscheinlich jetzt aber... Oder der kippt um. Komm, wir machen es mal so. Da will uns auch einer wirklich eine Sonnenblume klauen. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ah, hier wird geschossen.
So, warum das jetzt hier ganz oben nicht geklappt hat, oder war das hier noch einfach zu steil, oder... Ja, der hier oben, der schießt nicht. Okay. Oh, wir müssen aufpassen, dass ich hier die Sonnenenergie nicht einfach so vernachlässige. So, was soll ich sagen? Ich habe eigentlich keine Angst mehr. Oh. Schön sammeln. Und jetzt kommt die letzte Welle. Haha. Beim nächsten Mal müssen wir was mit der Feuerkraft machen, also das ist ein bisschen doof hier. So, ich hoffe, den schaffen sie hier. So, den dicken, den schnappe ich mir anderwertig. Und zwar so. Und dann dürften wir es eigentlich geschafft haben. Will er nicht umkippen? Der bleibt stehen. Nee, jetzt haben wir es. Alles klar. Gut, geschafft. Mit wenig Feuerkraft. Also was heißt wenig Feuerkraft? Wir haben hier mehr oder weniger Gruppenschaden gemacht. Und Verlangsamschaden. Hat mir nicht ganz gefallen. Da müssen wir ein bisschen was besser machen beim nächsten Mal. So, dann gucken wir mal, was uns jetzt dann hier in der nächsten Folge, also in dem nächsten Level, widerfährt. Ja. Tja. It's gonna be I know the weakness. You are that him. Conscious. No, the difficult guy. I have to kick him. Ja. Ja. Zack, weg ist er. Okay. Ups. So, Minigame. Dann geben wir mal Gas. Zombie Nummer 1. Jawohl. Na, die sparen wir uns ein bisschen auf. So, jetzt haben wir schon Jalapeno, 3 Stück. Da kommt noch einer. Wir räumen auf. Guck ihn dir an, da sitzt ein kleines Marsmännchen drin. Nein! Der wollte nicht etwa durchlaufen gerade. Oder durchrollen ja vielmehr. So, da haben wir unseren ersten großen mit Gruppenschaden. So, die heben wir uns auf. Oh, da kommen... Mensch, da haben wir ein paar mehr. Nee. Was willst du jetzt machen? Shit. Da hast du...
habe so ein bisschen Angst. Der frisst hier alle weg. Komm, da müssen wir ein bisschen aufräumen. Hier ist ein großer. Der nimmt keinen Schaden. Ich habe Angst, ich habe Angst. Jetzt ist er down. Oh nö. Oh nö. Boah, gerade so. Gerade so. Oh shit. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen wieder was machen. Oh, schon wieder ein großer. So, da rollt sie schon wieder ran. Ich glaub's nicht. Ja, diesmal haben wir keine Chance. Keine Chance. Verdammt. Aber es scheint weiterzugehen. Wir brauchen dann jetzt mal hier so ein bisschen, ne? Blumentöpfe hätte ich beinahe gesagt. So, Cherry Bomb. Kavusch. Wunderbar. So, kommt, dann bauen wir jetzt wieder auf. Sehe ich das richtig, dass wir hier so ein bisschen die Hälfte geschafft haben. Oh weia. So, hier machen wir es einfach mal so. Zack. Jetzt haben wir wieder eine große. Ich will jetzt eigentlich nicht wahllos platzieren. So, jetzt kommt das. Wunderbar. Was? Was war das? Ich habe so ein bisschen Angst. Weil hier nichts kommt. Komm, wir müssen es einfach mal so machen. So, und ich hoffe, jetzt kriege ich kein Problem. Ich brauche unbedingt ein Eis. Weil jetzt kommt Feuer, wa? Nee. Das wollte ich so. Shit. Na komm, nimm weg. Damit ich sofort wieder raufsetzen kann. Was ist das für ein langes Minigame?
So, Cherry Bomb ist es nicht. Ich sag immer, ne? Cherry Bomb. 4 Stück. Gut, können wir mal einen. Opfern wir einen? Ich weiß nicht, wie kommt er hier klar? Oh, 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 hier. Zack. Wunderbar. Jetzt nehmen sie mir hier wieder mittig Dinger raus. Zack. Und wieder ein großer. Die 2 reichen auf jeden Fall. So, und wir kommen mittlerweile Stück für Stück weiter. Weiter. So, und ich habe fast das Gefühl, jetzt kommt so die letzte Welle. Na komm, Ding. Also, ich denke mal, das schafft ihr so, oder? Brauchen wir nicht. So, 3. Eis wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, hier passiert jetzt was. So, hier noch ein rein. Den lassen wir gar nicht erst so weit kommen. Der geht down. Der geht down. Der geht down. Eis, das ist cool. Falls wieder Feuer kommt. Hat der gerade das alles weggetreten da unten oder was? Na, was passiert jetzt da unten? Irgendwas kommt hier jetzt. Okay. Na, haben wir es geschafft? Wunderbar. Das sah anfangs gar nicht so einfach aus, bin ich ganz ehrlich. So. Und was das hier ist, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Auf jeden Fall gab es ordentlich Geld. Tja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Folge wieder dabei bist. Und bis dahin, lass es dir gut gehen. Rinjahauen. Tschüss.